Moinsen, diesmal starten wir wirklich direkt mit Draven rein. Oh mein Gott, wir müssen weiter Draven spielen. Das Gute ist, wenn Draven gebannt wird, gehen wir in Jinx rein und holen uns den Freerun. Shaky Build sieht ganz gut aus eigentlich. Sense into AI, I like it. Oder Sense into Collector auch gut. Into AI, into AI. Ja, ich mag das Shaky Build. Ich denke, das gehe ich. Was haben die für Threats? Kayle ult ist super annoying, WoW. Shen Taunt, Shen Global Ult. Also Lane wird, ja. Sehr schwer zu spielen. Ich will nicht gepokt werden in dieser Lane und möglichst, ich möchte möglichst safe die ganze Zeit sein und nur fighten, wenn alles da Combo hat. Und am besten will ich nur fighten, wenn Kog'Maw W raus hat und alles da Combo hat. Das ist an sich das, was ich möchte. Die Welt ist eigentlich zu groß, Jungs. Flash WQ. Wow, really. First Blood schmeckt. Müssen auf Kog gehen, Jungs. Müssen auf Kog gehen. Oh, really? Ist egal, ich hatte eh kaum Stacks. Ist aber natürlich bad, den nicht zu lasten von mir. Okay, Bro. Ja, komm mal, will nicht mehr spielen, das ist huge. Kein Ton mehr, ne? Warum wir uns hier pink trollt, werden ihn legit töten können. Wir können so easy diven eigentlich, ne? Unser Team kommt. Wir haben legit alles da und Wolibear. Wenn ich bessere Kampfführung habe, kriege ich da auf jeden Fall den Kog'Maw. Okay, ich habe nicht gesehen, was da los. Oh mein Gott, das könnte so ein schönes Abyss-Set werden, ne? Wenn man mit einem Draven-Sieg beginnt, dann kann der Tag nur gut werden. Oh mein Gott, hier haben wir auch Collector. Ist das crazy? Raven Things. Ich habe 6 Sekunden Ult, das wäre so lecker. Weiß auch nicht, ob es reicht. Wenn ich die Ult hier zurückkommen treffe, dann maybe reicht das. Okay. Ich habe auch wieder 3300 Gold. Ich habe einfach AI. AI Minute 16. Oh mein Gott, Digga. War das gerade ein 1100er Crit? Das war gerade ein 1100er Crit, oder? Kann das sein? So auch süß. Jetzt der Drake ist so. Minute 22 so, das ist gut. Das war ugly. Er muss ja kurz warten, bis Heo keinen Ult mehr hat. Oh, ich habe das Game geworfen. For no reason. Oh mein Gott, Nash sind 20. Bitte sterbt nicht. Hat den Shutdown bekommen, Diego. Oh mein Gott, wenn ich das Game verliere, ne, dann breche ich so durch. Warum engagieren wir gegen 5? Haben wir Diana ist tot dafür, oder? Sie hat Flash, sie muss flashen, sie muss flashen. Sie hat keinen Flash geskillt, okay, schade. Wenn ich tot, dann können wir Nash danach. Nash einfach bitte, bitte Nash. Meiner. Wir fahren hier rein, meine Freunde. Ich dachte, der hält ein bisschen länger. My bad. Ja. Na gut, war vielleicht der beste Harry der Zeit. Na gut. Ich dachte, man könnte fahren, bis man irgendwas trifft. Kann man anscheinend nicht. Lass uns bitte direkt nehmen. Bitte, Jungs, das soll. Wollt ihr das doch einfach nur? Warum kann ich es flashen? Dann kann sie ihn.
ich kriege das gern so hart. Das ist ja das große Problem, wenn man ohne Ghost spielt, ne? Und der Gegner mit Ghost. Man kann einfach nicht spielen. Naja, zwei Items, aber du range mich halt mit W und kann einfach Ghost machen und ich kann nicht spielen. Aber wir brauchen halt einen 5 gegen 5 Fight und wir können nicht verlieren, ne? Aber ja. Wir nehmen halt die ganze Zeit unter zwei Fights, deswegen ist das Game losable. Das Game ist unlosable, wenn wir einen 5 gegen 5 Fight nehmen. Legit ist es unlosable, aber wir fighten die ganze Zeit cocky for no reason. Weil das Game schon lange gewonnen ist und wir über 10k Gold ahead sind. Wir müssen einfach nur einmal groupen. Und wir können legit diven. Wir können legit 5 gegen 5 einfach diven. Wahrscheinlich sogar dein Nexus Turn, Digga. Mit Woody Ult und alles Ult. Und Jonas ist wieder alleine drin und stirbt. Bin in Shen. Das ist einfach nur Int. Aber nur Orgel. Nice. Diana hatte die ganze Zeit Ult, ne? Warum hat sie den Vio nicht geultet? Weißt du nicht? Wartet mal ganz kurz, warum haben wir den Vio nicht geultet? Warum ulti wir jetzt nicht? Hä? Aber wenn wir jetzt einfach Diana ulti, ne? Jetzt. Dann platzt der Vio einfach weg, oder? Also er ist ja einfach tot jetzt. Er ist ja jetzt schon tot. Wir sind komplett fein, oder nicht? Okay. Oh, gut. Nur damit wir einmal auf dem dahin stand sind. Der war da tot einfach, ne? Das Ding ist, wenn einer von uns intet, müssen wir auch alle hinterherlaufen, auch alle hinten, ne? Das ist auch so ein Ding. Right? Man kann dann nicht einfach akzeptieren, dass der geintet hat. Wir müssen alle dann noch den Fight unbedingt suchen. Obwohl kein Objective ab ist. Das gibt natürlich sehr viel Sinn. Erst wieder das Game nach 20 Minuten spielen, ist auch so crazy. Lass uns bitte, bitte einfach Bot durch. Okay, wir gehen jetzt nicht. Wir gehen jetzt Base, okay? Wir gehen jetzt Base, gut. Diana ist tot. Diana ist tot, ne? Mhm. Okay, sie hat geflasht, nice. Ist sie trotzdem tot? Sie ist, glaube ich, trotzdem tot. Alter, besser ist das für das Game gewinnen, Mann. Besser ist das auch, Alter. Boah. Dass wir das gerne 30 Minuten spielen. Ich habe so dumme Tode gehabt, Mann. Meine Tode waren so bad. Jetzt können wir actually Ultimate machen, nochmal bis Set. 1-3 auf Draven ist auch noch voll fein. Das Game sah super gut aus. Ne? Ich will gar nicht wissen, wie viel Gold wir jetzt sind. Ne? Ich habe legit. Ich habe halt IE Minute 16, ne? Und jetzt hier das erste Mal, dass ich einfach random versuche, mein Woodybear Space, mein Dana ist Bot, mein Jonas Top, niemand kann irgendwas machen und wir versuchen random, obwohl wir niemanden auf der Map sehen, 2v5 Bot Mitte was zu forcen. Super bad. Ich bin tot. Gib 700 Gold Shutdown. Okay, terrible. Nächste Aktion. Mein Jon int viele Topside, während ich die Botwave hole. Anstatt dass wir jetzt einfach akzeptieren, okay, unser Junge geintet, wir können nichts machen. Mit Nash, weil unser Junge geintet hat, walk ich hier ab for no reason, werd runtergelaufen. Ich und Woodybear sind tot, wir verlieren alle 0-4 Trade. Super schlecht. Echt, was spiele ich jetzt? Ich spiele Jinx, oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go. Genau, also einfach Unterzahl-Fight geforst, obwohl die mich easy runterlaufen können, for no reason. Jetzt hier wieder Unterzahl-Fight geforst, for no reason. Ich habe nicht an Alistair-Pass. Ich habe nicht gedacht, dass Vego noch Alistair hat. So, ich habe mich einfach Alistair ins stun lassen. Wenn ich es besser space, weil ich das sehe und ihn nicht mich outtacken lasse, dann töte ich ihn einfach. Oh, Jinx, Kaiser. Das kann auch richtig gut werden hier. Wir können hier easy 3-0 spielen. Ich habe denselben Supporter wie eben. Genau, das ist doch nochmal. Jetzt spiele ich Action Champ, den ich kann. Der war nicht mal bad, der Typ. Ich habe ihn auch gehornert, der war ziemlich gut. Jetzt spielt er aber kann. Ah, jetzt sollen wir die richtig wegstompen, weil ich Action Champ spiele, den ich kann. Und nicht einen Draven. Das sind die für Threats. Warwick Ult, Warwick E, Ramos Ult. Karma W, Karma Ult, Q's haben Malignant, super annoying. Er wird sehr cool, wenn sie allein ist, Nautilus Hook. Muss dann denken, wenn Nautilus Hook eine Wand trifft, dass er nur halben Cooldown hat. Ansonsten, wenn Nautilus keinen Hook hat, können wir Gigago spielen. Wir werden echt invaden. Scary hier zu stehen, ne? Na, Bird and Outland. Na, ich kann das nicht. Ghost gewastet. Als wenn, die haben mich das sogar gesehen, als wenn ich für einen Flash geguckt. What? Das Ding ist, es ist immer worth it für ihn, mit mir Flash zu traden. Immer. Das ist immer gut. Er sollte immer da Flash hocken. Immer. Jedes Mal. Weil er hat Hexflash dabei. Und ich bin Jinx ohne Flash dann. Ja, nice. Okay, wir trauen. Bin tot.
Wie können wir das rackern? Wir müssen mal wird. Bin ich focused. Natürlich trappen die. Aber dass wir da nicht mal Kaiser Flash kriegen, ist crazy. Ich darf halt niemals dastehen. Oh, ich bin so ein Troll. Holy shit, egal. Ich finde übrigens diesen IG Kaiser Chroma richtig hässlich. Ich hab den auch. IG Kaiser ohne Chroma ist so viel hübscher. Wenn wir gedived werden, dann wäre ein bisschen unlucky. Aber die wäre jetzt nicht mehr drin. Okay, ich verliere das Spiel komplett alleine. Das ist nice, ne? Ich spiele einen Champ, auf dem ich das Game jedes Mal um ihn ein sollte, ne? Also wirklich jedes Mal. Und ich spiele schlechter als auf 12. Nice. Vor allem nicht die Basics. Dass die Level 1 für uns trappen, ist klar. Jeder trappt Level 1 mit Kaiser Nautilus auf einer Arcan Jinx Lane. Dass wir nicht traden sollten, wenn die Wave zu uns pusht und wir reset sind, sollte ich auch machen. Ist auch super basic. Na, ist krass, wir perfen jetzt echt top. Okay, dann ist Simon, dann können wir nicht mehr spielen, ne? Game ist vorbei. Ich kann nicht spielen. Wir brauchen sie halt einmal ganz kurz, right? Einmal ganz kurz brauchen wir sie. Einmal für eine Millisekunde brauchen wir sie da, right? Achso, Marakan läuft jetzt einfach weg von mir, okay. Dann kann ich wirklich nie wieder spielen. Dann muss ich jetzt 1v2 die outplayen. Aber das wird nicht mehr was von denen, die trollen. Ich hab 70 Minions, ich glaube ich Minions, oder? Sie lebt. Schade, ich meine, da brauche ich jetzt einmal den Rakan, right? Er darf halt einmal da sein und dann gewinnen. Ich hier den Goldshot, den 400 Goldshotdown. I mean, ist wirklich unfortunate, ne? Ich brauche halt da einmal kurz den Rakan. Ah, der Rakan trollt jetzt komplett, okay. Ich meine, das Ding ist, wenn sie da so freezen, dann muss ich halt dafür Splay gehen. Ich hab's einmal missplayed, right? Ich kann die 1v tun. 100%. Ich hab's einfach schlecht gespielt. Und ist auch korrekt, dafür zu gehen. Ich sollte das gewinnen. Einfach nur mechanisch schlecht gespielt. Der Arcan komplett trollt jetzt, ne? Er läuft jetzt einfach nur noch in seinem Dingscenter. Ich muss nächste Wave crashen. Also hab ich Token dafür. Move die Karma komplett runter. Mich dead. Musste Wave crashen. Ich bin hier 04. Bin probably tot hierfür. Ja, ich bin dead. Muss die Wave über crashen. Der Trade ist ganz okay, ist immer ein Low. Ist fein. Sieht troll aus, aber actually ist die Wave jetzt fixed. I mean, jetzt brauche ich ihn halt einmal, right? Damit ich nicht wieder gedived werde. Wäre schön, wenn er jetzt spielt. Wäre schön, wenn ich jetzt einmal kurz Backup kriegen würde, dass ich zur Wave laufen kann. Okay, fein. Wave ist fixed. Also halbwegs zumindest. Ich kann zumindest am Tower kurz fahren. Die Wave muss ich jetzt hart schaffen. Muss zumindest versuchen. Hoffen, dass der Nautilus nicht freest. Und dann müsste mein Team laufen, right? Wenn mein Team mir nicht hilft, Racer auszupushen, sondern einfach trollt. Ein Marakan läuft halt nur noch mal Jungler hinterher, right? Er trollt halt aktiv das Spiel. Und dann muss ich halt einfach auf Glück ein bisschen laufen. Bin probably dead hier, wenn der Ramos kommt. Ja, Ramos nicht da, wir freezen aber Bot. Ja, ich kann nicht spielen, ne? Also Marakan trollt halt. Ich meine, at some point brauche ich halt Hilfe, ne? Irgendwann muss man halt auch sehen, dass man den ADC hat, right? Und mich unterstützen, weil sonst verlieren wir halt einfach Bot jetzt for free. Der hat mich der Hook getroffen, Bro. Was? I mean, at some point müssen wir halt deffen. Ganz zumindest gut low jetzt. Bitte move, Lux. Bitte tötet die. Oh mein Gott, wir lassen sie leben. 550 Gold Shutdown lassen wir leben. Das schon. Wanne wird gleich Bloodwave nehmen, denke ich. Ja, Bester gleich. Ich rufe da hin. Vielleicht kann ich Nautilus töten. Oder? Okay. Aber die Kaiser ist extrem schlecht, ne? Legit. Das Game ist halt absolut unable. Auch wenn ich 0-6-0 stehe. Minute 11. I mean, das größte Problem, was wir halt haben, ist, dass der Arcan straight up trollt, ne? Also, er ist soft hinter das komplette Spiel. Deswegen stehe ich auch 0-6. Guckt euch an. Das Game muss ich gleich einmal gut analysieren. Ich kann sehr, sehr viel rauslernen. Die Spiele, wenn mein Supporter mich grieft, actually. Ich habe super krasse Basic-Fehler gemacht, die ich nie machen sollte. Dadurch hat ja mein Supporter angefangen zu griefen. Ein Rakan Split Push Top jetzt. Echt nicht so bad, dass die Kaiser F1 ist. Die ist halt echt ultra schlecht. Spielt war jetzt auch sehr bad. I mean, da stehen ja Leute drin. Premium.lux.
Er zerkettet. Wir gehen da nicht spielen. Ich bin so bad, dass die Kaiser nicht habe. So bad von mir. Sie war so tot. Ach man, ich bin so schlecht. Ah, sie war 100% tot. Einfach Waffe ohne Grund gewechselt. Ich muss ja eh Second gehen. Pretty sure. Ich bin zu behind, um Second Item mit Attack Speed zu gehen. Nee, das hier ist Troll, ne? Ah, das ist ein Kano, okay. Er sollte trotzdem aber sterben. Nice. Selbe von den Gegnern. Ah, wir sind tot. Alles hat auch gewestet. Echt Schnee? Was tun wir? Okay. Warum läuft mein dreckiger Hurensohn Rakan einfach nicht mit mir mit, Mann? Sie ist so am Hinten, sie ist so fucking bad. Rakan spielt halt nicht das Game. Er trollt halt absichtlich, leider. Mal bad, ich hätte nicht mit die Range gehen sollen. Alter, Rakan, du. Kannst du irgendwas treffen, maybe? Haben die Kindred heute noch, oder nicht? Boah, hätte ich irgendwie Items, ne? Wären die alle tot, Alter. Oh, ich brauche schon deine Hits, ne? Damals. Okay, ich habe eh. Ich habe mein 2 Items jetzt. 2 zu 4 Items, nicht bad. Komm hier richtig zurück. Jetzt muss ich LDA drittes Item gehen. Ich kann kein Text gehen dieses Game. Ich habe einfach zu wenig Gold. Ich bin auch zu behind. Den Fight hier wollen wir eh nicht spielen. Wo wollen wir den Fight nicht spielen? Wir wollen den Fight spielen, ne? Ich hab 400 Gold statt Andul. Wie voll er denn das, was? Ging aber nicht mehr als das. Okay, alle Leute, die geht da hinten einfach. Da brauche ich nicht mehr hinlaufen. Enden kann er auf jeden Fall nicht. Quatsch. Ah ja, kam aus Stärkseite schon vorbei. Die macht nicht mehr so viel Schaden. Hinten? Oh, ist verknallt, wir müssen schon hinten. Hätte bitte. GG. Ja, kann reporten wir auf jeden Fall. Von 060 auf 57, I guess, okay. Ein Bastard. So ein Bastard, Digga. Wenn der aber normal spielt, ne? Dann gewinnt dieses Spiel so für free. So, also. Jener spielt Nautilus Kaiser. Warum zum Fick stehe ich hier, dass ich gehuckt werden kann? Ich sollte immer so stehen, dass ich nicht gehuckt werden kann. Ich sollte immer hinter der Wave stehen, dass ich nicht gehuckt werden kann. Marakan sollte auch immer vor mir stehen. Weil wenn er diesen Hook macht und Marakan diesen Hook denkt, würden wir ultra hart. Weil die Minions halt mit uns spalten, right? Diese drei Minions sind unsere besten Freunde. In solchen Fights. Das Rakan-BCW ist natürlich auch disgusting. Aber ich bin da so oder so tot, ja. Einfach terrible, da so zu stehen. Und jetzt kriege ich eigentlich ganz gute Trades rein. Der Rakan geht super low for some reason. Ah ja, genau, er lässt sich einfach hooken. I mean, er blockt für mich. It's my bad. Wir sind weak side und ich nehme den Trade. Lass mal Rakan dafür blocken. Ist horrible von mir. Dadurch ist der Rakan low. Dann bin ich hier giga langsam mit Skillen. Wenn ich hier schneller bin mit Skillen, dann kann ich Nautilus unter Tower aggro ihn. Auch crazy, dass die Kaiser aus Versehen fehlt, Nautilus das tankt. Ich sollte hier einfach die Wave gehen, ne? Ich kann hier einfach die Wave gehen, dann kann ich diven. Keine Ahnung, warum ich es nicht mache. Generell ist der Dive aber auch nur möglich, weil wir getradet haben, right? Weil ich den Rakan hier gebait habe und er einen Hook tankt für mich. Deswegen ist Marakan noch 200 Leben. Und dann trade ich hier auf Arrogant auch noch rein in die Gegner. For no reason. Obwohl ich Weakside bin. Und jetzt sollte ich einfach nur Wave hitten. Wenn ich hier mit Raketenwerfer auf die Wave haue,
Dann ist die Wave quasi in 3 Sekunden weg oder so. Ja, sogar die für stacked. Sehe mich auf dem schönen AD-Kaiser-Bild eigentlich. Auch süß. Da kam aber der als das mit der Feuer, ich weiß. Der war nicht so bad, der ist einfach weggetötet. So, imagine, ich hätte einfach die Wave geklärt, dann würden die ja die ganze Zeit tanken, ne? So bad von mir. Ich mache jetzt 2 Outtakes für 50 Schaden auf den Nautilus, anstatt die Wave zu clearen, dass der Tower. Also dann kriegen wir auf jeden Fall 1 für 1, wenn ich die Wave cleare. Das ist eine Karthus Rakan Botlane, ne? Boah, bitte ist das der Rakan aus dem letzten Game, den würde ich so gerne nochmal brechen sehen. Die sind crazy AP heavy. Ich gehe so und dann nehme ich, werde ich auf jeden Fall mehr kaufen, das Game. Fast, ob ich auch die Wits End kaufen kann. Das hat irgendjemand gemacht. Ich weiß nicht, wie es mit den Stats ist. Ja, Wits End eingeben, wenn ich Kaiser suchen will, oder? Das ist natürlich sehr smart. Ja, sind aber kind of tanky, also ist Cutdown hier nicht bad. Die Runen gefallen. Ja, jetzt gibt es andere Zeit, right? Ich gehe Kraken, Avoris und Wits End. Das klingt gut in meinem Kopf. Obwohl, es ist. Let's go. Jetzt brechen wir ihn komplett durch. Jetzt geben wir ihm den Nachtritt. Was haben die für Threads? Darius E, Volibear W. Nicht W. Volibear Q ist es, glaube ich. Volibear, der Ult disabled. Grand Q, Karthus Global Ult. Rakan Ult, Rakan W. Ich habe Grasp, Leona. Nice. Wir trollen. Nämlich Terminus als drittes. Ja, ich kann auch Terminus als drittes gehen. Na, generell in der Lane ist der Risiko und Rakan W. Wenn der raus ist, können wir super Agro spielen. Ich muss aber passen, nicht low geht durch den Karthus. Leona hat halt Trollrunen, sagt. Was haben wir geskillt, Leona? Was haben wir geskillt? Na, ich hab das Game weggeworfen. Warum spiele ich heute so perfekt schlecht? Warum kann ich nicht fokussen heute? Was ist das? Ich kann legit nicht fokussen. Warte, gerade das Perze wäre schon weg. I don't know. Wir haben keinen Midlaner, Boys. Mein Rash steht übel gut, deswegen fällt den Fight hier richtig gut für uns. Ist okay, meine Wäsche, gut. Wer bist du, Bro? Wir können das hart fighten, ne? Wir können das hart fighten. Okay, Boys, was tun die Gegner? Was? Er pusht zu mir, oder? Er sollte zu mir pushen. No, actually nicht, lass pushen. Ich sollte mit Leona nie mein Q so raushauen. Ich sollte mal warten, bis sie geht, damit dann mein Q auf ihre ganzen Passives packt. Erste das. Das killt mich nicht. Der Band wird mich aber killen. My bad, ich habe einfach kein Map-Awareness. Wie verlieren wir das überhaupt? Nein, der Anna hat Volibear gefokust, oder? Ich glaube, deswegen verlieren wir. Wir hätten das 3 in 3 auch hart gewinnen sollen, aber ich glaube, ich und Leona sind auf Karthus gegangen und der Anna hat legit Volibear gefokust. Weißt du, wenn ich Terminus Second gehe, ist jemals gut? Und wir gehen Terminus Second. Ich habe das Gefühl, ich kann super viel hitten, das Game. Terminus into Navori. Digga, was mache ich denn? Dieses Game ist ja widerlich. Och. Oh, das geht, die geht. Oh, es tiltet. Ja, es tiltet. Wird hier 100% Cancel vom Rakan. Oh, ist ja so wütend, dass sie actually töten lässt. Oh, nee, oder, bitte nicht, bitte nicht. Du Bastard, Digga. 0-7 ist er jetzt. Oh, ich breche ihn actually durch. Ist das schön, Digga. Ist das schön, so ein Hurensohn. Haut er weg von mir. Mörder aus, oder? Kriegst du mich hier, ne? Ich glaube auch. Good try, mein Sohn. So ein Hurensohn, Mann. Ja, Kad. So, Ego-Probleme, der Typ.
Region. Was war das denn, Digga? GG. 3-0 und ihr 3, es schmeckt. Soft. Ting. Back to back. Boah, das waren keine guten Games. Ich spiele echt nicht gut. Danke fürs Anschauen des kompletten Videos. Absolut ehrenwert. Das 3-0 nehmen wir sowas von mit. Auch wenn es halt sehr lucky war. Ich hatte sehr gute Teammates auch und wurde ziemlich hart carried viele Games. Und der Rakan hat im letzten Game natürlich losgelassen. Der Bastard. Ja. Wir haben endlich Draven abgeschlossen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass einfach im nächsten Video dann auch schon der scheiß Kog'Maw wartet. Wir gehen einfach in Kalista rein und danach kommt Kog'Maw Lucian. Das könnte auch richtig krachen. Kog'Maw kracht auch extrem. Da habe ich schon 6 Versuche für die ersten 2 Wins gebraucht. Der wird sich da, glaube ich, auf Platz 2 des Podestes der Schande hocharbeiten nächstes Mal. Und ja, ich freue mich trotzdem drauf, keinen Draven mehr spielen zu müssen. Und morgen habe ich ein Jinx-Gameplay für euch. Ein gut bezahltes. Wer das nicht verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Macht noch einen schönen Sonntagabend und bis morgen. Kuss, kuss. Okay, das einzige Wichtige da ist, dass ich es. Wohin ist eigentlich egal. Ja, ich glaube, es ist Liebe.